Über 500 Jahre lang, von 1382 bis 1918, haben Triest und sein Adriahafen zu Österreich gehört. Und wenn es nach der Bewegung Freies Triest geht, dann war das gar nicht so übel und könnte auch wieder so werden. Die Aktivisten sind nämlich fester Meinung, dass Triest ein Freistaat ist und gar nicht rechtmäßig zu Italien gehört. Sie berufen sich dabei auf einen Freistaat Triest, den es tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Heute waren die Aktivisten in Wien, um für ihre Los-von-Rom-Bewegung Werbung zu machen. Eva Böcksteiner war dabei. Wien und Triest hatten jahrhundertelang viel gemeinsam. Und das will die Bewegung Freies Triest wieder aufleben lassen. Bei einer Mahnwache wird die Bevölkerung über die Bestrebungen informiert. Ein paar Schritte daneben die Journalisten. Das Movimento Trieste Libera, Bewegung Freies Triest, ist keine separatistische oder nationalistische Organisation. Die Gruppierung ist der Ansicht, dass sich Triest erst gar nicht von Italien abspalten müsse, weil es ja in ihren Augen gar nicht zu Italien gehört. Die italienische Regierung hätte an sich nicht in irgendeiner Form das Recht, eine Souveränität über Triest auszuüben. Die Souveränität wird aber ausgeübt. Die Fakten sind jedoch anders. Triest war zwar nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Jahre lang ein Freistaat, vorübergehend unter der Treuhandverwaltung von Italien. 1975 wurde jedoch im Grenzvertrag mit Jugoslawien Triest voll und ganz Italien zugesprochen. Das will die Bewegung Freies Triest, die rund 2500 Mitglieder hat, jedoch nicht so recht glauben. Sie beruft sich noch immer auf den Freistaatsstatus, will nicht mehr von Italien verwaltet werden, sondern von einem anderen Land, etwa der Schweiz oder Tschechien, besonders gerne jedoch von Österreich. Unsere Geschichte, unser Leben, unser Blut ist gemischt mit Österreich und mit allen unseren Völkern des ehemaligen Österreich-Ungarns. Es gebe auch finanzielle und wirtschaftliche Vorteile für Österreich, so die Gruppierung. Man habe diesbezüglich auch bereits informelle Gespräche geführt. Offizielle sicher nicht, heißt es aus dem österreichischen Außenministerium. Das sei absolut kein Thema. Die Gruppierung werde auch nicht als besonders seriös angesehen. Ebenso sieht es das italienische Außenministerium. Die Bewegung Freies Triest habe aus römischer Sicht weder Relevanz noch Kompetenz. Doch sie verfolgt unermüdlich ihre Mission. Nach 3 Stunden wird die Mahnwache in der Wiener Innenstadt beendet. Jedoch sicher nicht die Vision von einer Zukunft mit Österreich. Wir in der ZIP2-Redaktion hätten ja nichts dagegen. Deutlich realistischer ist da aber schon eine schottische Zukunft ohne England.